So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Ja, ihr hättet mir in die Kommentare geschrieben, ich soll nochmal in der Gasse gucken. Das mache ich jetzt auch mal. Da hatte ich irgendwas übersehen. Papagei haben wir ja schon angesprochen, aber was ist das denn hier? Sprengplan. Können wir es irgendwie angucken? Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Okay, wollen wir mal Hanek fragen, wie das funktioniert? Hallo nochmal. Ah, hallo Schnucken. Ja, das hat mir schon. Wie genau funktioniert Wie das genau Sprengplan? funktioniert der Sprengplan noch gleich? Oh, ganz einfach. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Richtig, danke. Das Ding ist, Magneten haben wir ja. Bis bald. Tschüss, Schnutzibu. Und die Glocke ist daneben. Können wir mit dem Magneten irgendwie da dran? Vielleicht? Ah, sehr. Oh, was ist das jetzt hier? Jetzt müssen wir irgendwas sprengen. Und das sieht hier irgendwie aus. Warte mal. Wie mache ich das? Ach so. Ich das vielleicht bei Wenzel machen? Bei Toni? Das ist nicht der wahre. Nein, das ist der wahre. Nein. Und das machen wir einfach irgendwie, keine Ahnung, hier auf die Propellermütze da. So, mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich jetzt das Sprengsignal gebe. Oha! Sprengung! Sprengsignal! Achtung! Sprengung! Okay, da gehen schon zwei Glocken los. Gucken, ob da irgendwie was passiert ist. Ne, juckt den gar nicht. Was ist bei Toni los? Irgendwie was getan. Oh, einer ist weg. Warte mal, wir müssen irgendwie gucken. Ist sie vielleicht schon wach? Nee. So, hier sind ja nur die. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Nicht irgendwie offenbar nehmen. Bereitet man sich auf ein Fest vor. Auf nimmer wie irgendwas. Ruf. Hä? Guck mal, ob ich die irgendwie nehmen kann. Oder klauen oder so, oder entsorgen. Okay, nehmen kann er die auf jeden Fall. Und die pennt ja hier, okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und einer ist schon mal weg. Wahrscheinlich, weil wir sein Haus irgendwie da gesprengt haben, weil er hat ja so eine Propellermütze auf. Und der. Warte mal, ich hab eine Idee. Wenn wir jetzt nochmal zum Sprengplan gehen. Hier. Können wir da so ran jetzt? Jawohl. Dann brauche ich ja auch nicht Rufus Springling. Das ist doch hier das Haus von dem anderen. Das ist das Rathaus. Das ist. Warte mal, das könnte das sein. Wenn das jetzt klappt, dann wäre das natürlich geil. Ich probiere mal was. Sprengsignal. Oha! Das Sprengsignal! Achtung! Sprengung! Wäre natürlich geil. Jetzt klingeln ja die drei Häuser, aber natürlich geil, wenn das jetzt weg ist. Jawohl, alle sind weg. Ist jetzt irgendwie was Besonderes? Hier ist Öffnungszeiten. Oder was ist das denn hier? Eine 63? Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Haben wir jetzt. Okay, jetzt haben wir. Na, nice. Jetzt haben wir eine andere Farbe. Eine andere Nummer. Kann ich die jetzt schon benutzen? Bitteschön. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Falsch! Du kommst als nächstes dran. Vorher ist Wenzel an der Reihe. Aber Wenzel ist doch gar nicht hier. Darum bist du ja auch noch nicht dran. Das ist doch wieder mal typisch. Selbst wenn er nicht da ist, steht Wenzel nur im Weg. Okay, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir Wenzel wahrscheinlich auch aus dem Haus irgendwie rausbekommen. Oder irgendwie sein Haus kaputt machen. Wir haben ja schon mal in den Abfluss da drei Löcher gebohrt. Anzünden können wir es nicht. Wir haben aber jetzt Ballons. Haben wir nicht hier Lachgas gehabt irgendwie bei dem einen? Warte mal. Bei dem Zahnarzt war doch Lachgas, hatte doch. Warte mal, das muss ich jetzt mal testen.
man das vielleicht benutzen kann. Okay, hier ist das Gefängnis. Mit dem Dietrich. Die müssen wir uns auch nochmal am Weh holen. Jetzt gucke ich mal, ob ich die Ballons vielleicht aufpusten kann. Das ist natürlich ziemlich cool. Jawohl, jetzt haben wir hier einen Ballon. Einer reicht vorher. Alles klar. Warte mal. Irgendwie muss, glaube ich, in Wenzels Haus. Was ist denn, kann ich vielleicht den Haken an den Ballon machen? Ja, boah, es läuft gerade wie am Schnürchen. Und jetzt kann ich den Ballon bestimmt an Wenzels Schornstein machen. Das könnte die Schornsteinklappe offen halten. Dumm, dass Ballons immer nur nach oben steigen. Achso, muss der so von innen da reingepusht werden. Denken wir mal. Ah, wenn wir den jetzt hier reinmachen, dann geht der vielleicht irgendwie. Jawoll. Sehr geil. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Ja, okay. Hätten wir noch einfach anzünden können. Jetzt müssen wir nur gucken, dass der einen Wasserschaden bekommt. Da müssen wir halt irgendwie hier oben Wasser reinleiten. Ne, warte mal. Das Rohr muss erst ein Stück gedreht werden. Jawoll. Sehr nice. Jetzt können wir doch hier Wasser lassen. Was heißt Wasser? Jawoll, ja. Perfekt. Super. Der arme Wenzel. Pennt sein er? Zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Geh schnell hin. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Mann, was gemein ist denn ist. Los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Na klasse. Können wir das Wasser irgendwie jetzt... Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Das müssen wir irgendwie jetzt aufheben. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Aber hier ist die Wünschelrute, vielleicht können wir die uns nehmen. Jo, erstmal geklaut. Okay. Ich will mit Wenzels... Bin ich mal gespannt, wie wir das benutzen. Hier läuft auch alles über. Okay, scheißegal, ob das offen oder zu ist. Jetzt haben wir schon mal das. Und die Menschen sind da. Wer kann ich jetzt vielleicht... da rein, weil Wenzel ist ja jetzt... Ah, Wenzel ist fertig. Ah, Rufus. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Na gut, das sind wir. Werde ich ihm mal direkt geben. Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ich habe dich doch auch schon aufgerufen! Oder etwa nicht.
Dann können wir jetzt reingehen. Mal gucken, was der zu sagen hat, der Bürgermeister. Bin ich echt gespannt. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Ist er gar nicht da, oder was? Lotek? Was? Er stört! Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Boah, ich hab erstmal wegen der Elysianerin. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Okay, aber ich habe sie... Ach, warte mal. Das haben wir jetzt hier freigespielt. Egal. Aber ich habe sie gefunden. Aber ich habe sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich habe sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Ich kann mal alles durchprobieren. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwait auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus, immer wenn Chaos in Kuwait ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Ja. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Ja, okay, dann ist das egal. Mir gehen die Argumente aus. Endlich! Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob. Was denn jetzt noch? So, jetzt haben wir erstmal, was mit dem Rest ist. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Ja, mir gehen die Argumente aus. Endlich noch was? Ja. Und ob. Was denn? Erstmal... Das hier. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Bei den Feldern weg. Erstmal macht die Post auf. Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Die hat dein Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. So, und dann... Ich komme immer noch nicht über diese Sache mit dem Erdmagnetfeld hinweg. Es ist, wie es ist. Dein Vater hat ein Gerät installiert, das Erdmagnetfeld manipuliert. Und das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen. Okay, eigentlich können wir das. Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorchst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen.
Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Ja, okay. Dann können wir das Gespräch jetzt beenden. Warte mal. Oder die Folge können wir auch beenden, aber erstmal habe ich das Gespräch. Das können wir doch bestimmt so am Pech. Und wir gehen Dokumente aus. Ist das noch was? Und nichts weiter. Nein, nichts. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. So, jetzt können wir mal gucken. Jetzt können wir hier eine ganze Menge machen, Freunde. Das machen wir bei der nächsten Folge. Deswegen würde ich sagen, hier einen kleinen Cut. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.